Der Mais gehört, wie die meisten Getreidearten, zur Familie der Süßgräser, Poaceae, der Gattung Cea und zur Art Mais. Es gibt mehrere Maissorten. Cea Mais saccharata, der im milchreifen Stadium roh gegessen werden kann, aber auch in Wasser gekocht oder geröstet. Seine Körner schrumpfen beim Trocknen. Diese Maissorte eignet sich für den Anbau in kühleren Regionen. Den Zahnmais, Cea Mais indentata, dessen Korn aus einem mehligen Zentrum besteht und einer härteren, glasigen Außenschicht. Beim Reifen schrumpft das mehlige Zentrum und die Körner sehen wie Backenzähne aus, was diesem Mais seinen Namen verlieh. Er dient als Speise- und Futtermais und wird auch zu Mehl vermahlen. Den Hart- oder Hornmais, Cea Mais indurata. Im Gegensatz zum Zahnmais ist er mehlarm und hat dafür einen großen glasigen Anteil. Er wird deshalb hauptsächlich zu Polenta-Grieß vermahlen. Den Popcornmais, Cea Mais microsperma, dessen Korn beim Erhitzen poppt. Bestäubung. Der Mais ist eine einhäusige Pflanze. Jede Pflanze hat männlich und weiblich getrennte Blütenstände. Die Fahne, der männliche Blütenstand, befindet sich zuoberst an der Pflanze. Und auf halber Höhe der Pflanze ist eine Verdickung, die den zukünftigen Maiskolben, den weiblichen Blütenstand, enthält. Nur die Bartfäden sind sichtbar. Jeder Bartfaden ist mit dem Kolben verbunden und bildet nach der Befruchtung ein Korn. Der Mais ist ein strenger Fremdbefruchter. Das heißt, eine Pflanze befruchtet eine andere. Er wird vom Wind bestäubt. Dieser transportiert den Pollen manchmal über Entfernungen von mehr als 10 Kilometern. Mais sollte blockweise in mindestens 3 Reihen angebaut werden, damit der Wind den Pollen von einer Pflanze zur anderen weitertragen kann. In einer einzigen Reihe findet die Bestäubung nur mangelhaft statt und die Kolben haben bei der Ernte nur wenig Körner. In manchen Gegenden wird der Mais auch von Bienen besucht, die von der beeindruckenden Menge Pollen angelockt werden. In der Tat kann eine Maispflanze bis zu 18 Millionen Pollenkörner liefern. Um Verkreuzungen zu vermeiden, sollten 2 Sorten nicht näher als im Abstand von 3 Kilometern gepflanzt werden. Dieser Abstand kann auf 1 Kilometer verringert werden, wenn es eine natürliche Barriere wie eine Hecke gibt. Eine andere Methode ist, einen zeitlichen Abstand einzuhalten. Man sät im selben Garten 2 Sorten mit einem Intervall von mehreren Wochen. Es muss vermieden werden, dass die männlichen Blüten des früher gesäten Mais den Pollen freigeben, während die weiblichen Blüten der zweiten Maissorte empfänglich sind. Ansonsten würden sich die Sorten trotzdem verkreuzen. Um diese Methode anzuwenden, muss man den Zyklus jeder Sorte kennen, der zwischen 55 bis 120 Tage dauern kann. Es ist praktisch unmöglich,
Sorten vor den hybriden Handelssorten zu schützen, die auf umliegenden Äckern großflächig angebaut werden. In diesem Fall ist die Handbestäubung für die Saatgutproduktion ratsam. Für diese Methode ist es notwendig, mehr Abstand zwischen den Pflanzenreihen vorzusehen, damit man zwischen ihnen durchgehen kann. Man besorgt sich reißfeste und wasserabweisende Papiertüten, die 40 x 20 cm groß sind. Die Maispflanze blüht während 10 bis 14 Tagen. Der Vorgang der Handbestäubung erstreckt sich über 3 Tage. Am ersten Tage werden die weiblichen Blüten eingesackt. Man beginnt damit, kurz bevor sich die Bartfäden aus den kleinen Kolben herausschieben. Sind sie schon vor dem Einsacken sichtbar, ist es zu spät. Als erstes schneidet man die oberste Spitze der Hüllblätter des Kölbchens, damit die Bartfäden im Zentrum der Öffnung sichtbar werden. Die Tüte wird dann über den Kolben gestülpt und sorgsam an seinem Hals festgebunden. Das Einsacken der männlichen Blüten findet am Morgen des 3. Tages statt. Wenn die Staubbeutel, die männlichen Organe, an den aufrechten und seitlichen Stängeln der Maisfahne sichtbar werden und zu stauben beginnen. Achtung! Solange die Staubbeutel noch grün sind, kann das verfrühte Einsacken ihre Entwicklung abbrechen. Die Fahne wird vor dem Einsacken gebeutelt, um Fremdpollen abzuschütteln, der vielleicht von Bienen oder vom Wind abgelagert wurde. Die Tüte muss so befestigt sein, dass sie den Pollen auffangen kann, der während der Dauer eines Morgens anfällt. Der meiste Pollen tritt aus, nachdem der Tau abgetrocknet ist und noch vor Mittag. Man hilft nach, indem man die Fahne kurz, kräftig schüttelt. Die Handbestäubung erfolgt am späten Vormittag desselben Tages, denn schon am Nachmittag besteht die Gefahr, dass der Pollen in seiner Tüte überhitzt und abstirbt. Man öffnet die verschiedenen Tüten, in denen der Pollen gesammelt wurde, reinigt ihn mit einem Sieb und mischt ihn. Dann entfernt man die Tüte eines Kolben. Die Bartfäden sind innerhalb von 2 Tagen um 3 bis 4 cm gewachsen. Mit einem Pinsel streicht man den Pollen auf die ganze Länge aller sichtbaren Bartfäden. Pro Kolben braucht es 1 Kaffeelöffel Pollen. Man verschließt die Tüte mit dem Kolben sofort wieder, lässt aber genügend Platz, damit er wachsen kann. Achtung, die Bartfäden sind während 10 bis 14 Tagen befruchtbar. Am besten lässt man die Kolben bis zur Ernte in den Tüten. Samenbau des Mais. Der Mais ist eine einjährige Pflanze, die ihre Kolben im selben Jahr bildet. Mais für Saatgut
und für den Verzehr wird auf die gleiche Weise angebaut. Im Allgemeinen achtet man darauf, dass der Mais örtlich gut angepasst ist. Um eine gute genetische Vielfalt zu bewahren, ist es ratsam, wenigstens 50 Pflanzen derselben Sorte anzubauen, am besten aber 200 Pflanzen. Für die Selektion wählt man bevorzugt Pflanzen von schönem Wuchs aus und aufgrund sortentypischer Merkmale. Höhe, Farbe, Wuchskraft, der Größe des Kolbens, der gut von Deckblättern umhüllt sein soll oder weil die Sorte früh reift. Die Kolben können an der Pflanze trocknen. Die Reife wird mit dem Fingernagel geprüft. Der Mais ist reif, wenn der Nagel nicht mehr ins Korn dringen kann. Dann kann man die Kolben von der Maisstange abdrehen. Man streift die Hüllblätter nach oben und lagert die Kolben an einem trockenen und luftigen Ort. Man kann auch die ganzen Pflanzen abschneiden und in einem Lagerschuppen trocknen lassen. Herauslösen, sortieren, aufbewahren. Körner, die aufgrund ihrer Farbe oder Form sortenuntypisch sind, müssen aussortiert werden. Ist die Anordnung am Kolben nicht sortengerecht, wird der ganze Kolben weggelassen. Ratsam ist auch, die Körner für Saatgut von vielen Kolben auszuwählen, um die genetische Vielfalt zu bewahren. Am besten nimmt man die Körner aus der Mitte des Kolbens. Beim Auslösen schützt man die Hände mit Handschuhen und reibt die Maiskolben. Man sollte immer ein Etikett mit Art und Sortennamen und dem Erntejahr in das Säckchen geben, weil sich die Schrift auf dem Säckchen manchmal verwischt. Einige Tage in der Gefriertruhe vernichten die Larven bestimmter Parasiten. Das Saatgut von Popcorn, Zahn und Hornmais bleibt 5 Jahre keimfähig, manchmal aber auch bis zu 10 Jahren. Das Saatgut von Zuckermais bleibt 3 Jahre keimfähig. Die Aufbewahrung im Tiefkühlfach verlängert die Dauer der Keimfähigkeit.